Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Und im letzten Part sind wir hier in, keine Ahnung wie die Stadt nochmal hieß, angekommen, genau, in Kilton. Und haben so ein hässliches Barschwar nicht gefangen. Schaut unbedingt mal rein, das war sehr lustig. Und ne. Heute gehen wir in die Arena von Kate, die Wasserarena. Und hoffen mal, dass Hüssi noch eine Elektroattacke lernt. Unser gutes Elektro-Gift-Pokémon. Hey, ich bin's Balduin. Sehe ich deine Angel? Eine passionierte Anglerin wird diesen Ball zu schätzen wissen. Hier, nimm. Ein Köderball. Nett. Die an deiner Angel hängen, ja. Ja, ist interessant. Darf ich weiter? Was kann man eigentlich hier kaufen? Uniformen, ach so. Lol, eine Stahluniform. Was? Das ist ja nämlich als Platoon so ein bisschen, ne? Ja, es hat ein bisschen was, ne? Aber, nee. Das will ich mir jetzt nicht holen. Ja gut, wir gehen direkt rein. Hey, hallo Arena-Challenger. Möchtest du dich jetzt an unserer Arena-Mission versuchen? Ja. Darf ich dich zuerst bitten, deine Uniform anzuziehen? Die Umkleide ist ja gleich da drüben. Und dann schauen wir uns mal die Arena an. Oh, die Uniform steht ja ausgezeichnet. Dann mal auf mit dir zur Arena-Mission. Übrigens kannst du während der Mission nicht auf deine Pokémon-Box zugreifen. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir haben ja ein Team, ne? Also relativ. Die Wasserarena. Nice. Bin gespannt. Oh, das sieht mir nach einem richtigen, heftigen Rätsel aus, ne? Bei der Arena-Mission des Kilton-Stadions musst du den Weg durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden. Wie du siehst, werden einige der Wege durch Wasserfälle blockiert. Du fragst dich sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Wenn du dort drüben auf den roten Schalter drückst, findest du das sicherlich schnell heraus. Mach ich schon. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Es kann losgehen. Wisst ihr, was wir machen? Wir erhöhen die Werte von Dings. Spezial. Nee, nicht X-Spezial. Boah, wir hatten noch irgendwas, was Werte erhöht, ne? Spezialangriff von Hüssi. Aber wir hätten doch noch mehr. Oder täusche ich mich da gerade? Da, genau. Nee, das heilt ja. Nee, da haben wir tatsächlich nicht mehr. Gut. Wir gehen weiter. Willkommen im Kilton-Stadion. Bereit für eine nasse Abkühlung? Gleich prasseln Wasserattacken auf sie ein. Ja, und du kriegst mal Elektro zu spüren von Hüssi, ja? Arena-Trainerin Barbara. Ein Schallquapp. Gut, Wangrubler. Ist nicht sonderlich stark, ne? Und die Init lässt auf zu wünschen übrig, Hüssi. Was ist los mit dir? Nicht das Schnellste? Das ist nichts. Brauchen unbedingt bessere Elektroattacke. Aber wir müssen tatsächlich Hüssi trainieren. Sonst haben wir ein Problem. Zwanzig ist halt nichts. Und Wangrubler ist halt echt eine schwache Attacke. Ja, der Heuler bringt nichts. Ich greife es spezial an. Na gut, haben wir es auch mal besiegt. Hä?
mein Schallquapp und ich sind wohl die, die in diesen Kampf baden gegangen sind. Dem ist, dem, ja, würde ich auch so schätzen, ja. Okay. Ah. Das passiert, wenn man zu oft drückt. So, machen wir erstmal die Trainerin da fertig. Mit den Knöpfen kannst du das Wasser stoppen, aber du musst dir dabei auch über die richtige Reife Gedanken machen. Ja. Claudia, das ist mir bewusst. Habe ich gerade gemerkt. Ein Krabbi! Nice. So, Hüssi. Mach mal. Oh, und ist paralysiert. Sehr, sehr nice. Ich guck mal gleich, wie viel Trash-Schlägel macht. Herd, ne? Ja, jetzt brauche ich keinen Trash-Schlägel auch mal einsetzen. Das kann ich mir jetzt auch gleich sparen. Aber wie viel, ich guck trotzdem mal gucken, wie viel das macht. Eigene KP ist sehr niedrig, da macht's mehr Schaden. Gut. Ja, so niedrig ist unsere KP jetzt auch nicht. Bis jetzt kommen wir gut, Hüssi gut durch, ne? Gegner sind alle dumm. Und unser AP geht langsam aus von Wangenrubbler. Ja, Rabauts. Das bringt ja recht wenig. Krebschor. Gut, was wie viel macht Säure? Ah, wir machen es mit Angrubbler. Dann paralysieren wir ihn und dann setzen wir es mal ein. Oh, nice. Whirlpool. Ah. Und natürlich kommt die Attacke durch, ne? Das war's mit dir. Oh, komm, Level up. Ich hätte mir mehr Gedanken über die richtige Reihenfolge meiner Attacken machen sollen. Ich darf erstmal Hüssi jetzt heilen. Ich habe auch kein AP plus, ne? Doch, wir haben Äther. Sehr nice. Also Äther. Werden wir noch Zeit benutzen. Noch brauchen wir es nicht. Aber vor dem Arena-Kampf frischen wir Sachen auf. Okay, jetzt müssen wir den roten, ne? Ja. Ah, schade. Ich dachte, man kann jetzt mit dem Fahrrad hier durch, aber nein. Es ist nicht der richtige Ort, um das zu benutzen. Oder der richtige Zeitpunkt. Okay, jetzt kommt Blaue dazu. Huch, du hast es bisher geschafft und jetzt willst du auch noch gegen mich kämpfen. Ja. In der Tat, Friederike. Friederike. Ein Remo-Reit. Gut, erstmal Para. Och, warum setzen wir alle Whirlpool ein? So eine nervige Attacke. Ui, das war sehr gut. Gut, Säure. Oh.
Es hat 1 KP. Alter. Nein, nicht nochmal heilen. Ich will jetzt auch mal wieder angreifen. Voll ist paralysiert, greift halt jedes Mal an, ne? Elektroattacke? Nein. Gut, war ein Grubbler. Und immer noch Whirlpool. Nee, gut. Sehr nice. Ja, Hüssi, du musst unbedingt stärker werden. Ich brauche unbedingt eine bessere Elektroattacke für dich. Weil sonst sieht's eng aus mit der Arena darin hier. Bei deiner Stärke ist kein Wunder, dass meine Pokémon ihn verlieren. Warte mal, wie ist... Ah, okay, da hinten ist blau, ist weg, okay. Jetzt müssen wir irgendwie... Was habe ich getan? Was habe ich getan? Der Goldene darf nicht... Der Rote ist egal. Wir müssen jetzt nur die Goldene da oben wegkriegen. So. Und dann den Roten noch. Aber wenn ich jetzt den Blauen aktiviere, gehen die Blauen hier hin. Oder täusche ich mich? Ja. Ah, ich kann ja hier noch runter. Das gar nicht gesehen gehabt. Wir müssen den Gelben noch machen. Genau. Ich habe das nicht gesehen, dass wir da was machen können. Weil jetzt müssen wir irgendwie den... So, warte mal. Erst an die Roten. Ich habe irgendwie komplett verwirrt irgendwie. So, dann... Den Gelben. Genau. Jetzt würde ich sagen den Roten und dann den Blauen. Was habe ich da am Anfang gemacht? Ja, komm. Ich habe nicht gesehen, dass man hier rechts runter kann, deswegen. Ach, ja, ja. Ich muss einmal kurz mal rüber heilen. Und füllen mit Äther mal... Wangrubbler auf. Ja, schade, ne? Schade, ich dachte, er lernt noch eine Attacke, aber dem ist wahrscheinlich nicht so. Müssen wir es versuchen, trotzdem versuchen.
Ja, danke. So, gehen wir rein. Willkommen, Arena-Challenger. So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorhin extra suchen musstest. Meine Mission hast du ja ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Sie ist nicht gerade leicht, aber du musst ein ziemlich helles Köpfchen sein. Aber wirst du auch so schlau genug sein, um gegen die Flut meiner Angriffe anzukommen? Ulala. Der holt gleich einen Goldini raus. Gut, greife einen Wangenruppler an. Oh Gott, die ist schneller. Oh, das macht Schaden. Und es hat die Para, sehr gut. Natürlich kommst du. Ah, Hussi! Ich muss Hussi heilen. So. Alter, ist stark. 100 Tage ist auch stark, ey. Oh, sehr gut. Die Para greift. Oh. Picuda, nee. Das Ding. Okay, greifen wir Wagenrubler an. Wenn sofern du es überlebst. Ja. Yeah. Ich muss tatsächlich wieder heilen, ne? Alter. Oh gut, die Para kickt. Säure. Gut, Spezialverteidigung sinkt. Weiter angreifen. Oh nein. Kein Crit. Bitte kein Crit. Okay, hat's gerade so gereicht. Und down. Uff. Kamal. Wir wechseln mal das Pokémon. Das war so Kotomi. Wir haben ja noch Pikachu. Ich habe es ganz komplett vergessen. Wir haben noch Pikachu. Damit könnten wir, wenn wir verlieren, Dynamaximieren und dann haben wir eine Giga-Dynamax-Form. Gegen Kate. Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Kamal. Sollte ich Dynamaximieren? Ich glaube nicht, ne? Oder? Das ist die letzte Pokémon. Ich würde sagen, wir deine maximieren und machen Flora. Verwandeln in das Stadion in der Meer. Deine maximiere dich, Karl Malm. Uiuiui, das sieht echt bedrohlich aus.
Aber wir können auch deine maximieren. Dann hoffen wir mal, dass wir damit gut... Dass Kotomi schneller ist als ihr Pokémon. Aber ich glaube doch nicht dran. Nee. Okay, wir halten es aus. Sehr schön. Okay, Spezialverteidigung sinkt. Aber seine Initiative auch. Sehr schön. Sehr gut. Ja, ihn heilt das natürlich auch ein bisschen. Aber wir sind hoffentlich jetzt schneller. Ja, sehr gut. Yes, nice! Uff. Ja, Hüssi, du hast zwar dich gut durch die Arena geschlagen, aber für die Arena-Leiterin hätte es nicht ganz gereicht. Obwohl ich der stärkste Pokémon-Trainer hier sein sollte, hast du mich am Ende weggespült. Wegrasiert, würde ich sagen. Ah, das darf doch nicht. Na schön, ich erkenne deinen Sieg an. Du und dein Team. Ihr habt die Energie, die man braucht, um sich in der Arena-Challenge zu behaupten. Ihr habt den Kampfgeist, der notwendig ist, um den Kampf herauszufordern. Diese Arena-Orden hier habt ihr euch redlich verdient. Da ist eine Lücke. Ey, das gefällt mir gar nicht. Du kannst alle Pokémon bis einschließlich Level 30 fangen. Sieht aus, wäre euer nächster Gegner der Feuer-Arena-Leiter. So stark wie ihr jetzt seid, wird er sicher gegen euch kämpfen wollen. Genau, was für ein schwieriges Wort gerade. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Kate. Als anerkennt deine Leistung überreiche dir diese TM. Bitteschön. Whirlpool, ja super. Ich kann jetzt Kates Uniform tragen, das ist auch super. Das ist mir ein bisschen zu obszön. Aber gut, ich bin gespannt, wie weit du und deine Pokémon es noch schaffen werdet. Können wir jetzt irgendwie was Neues kaufen? Ja, was können wir denn kaufen? Nicht viel mehr als sonst. Nö. Gut, dann gehen wir raus. Und gehen zur... Ach ja, wir müssen noch dahin, stimmt ja. Präsident Rose erwartet dich bereits. Du triffst ihn im Restaurant Wellenflucht, hier in Kielten. Hier hast du seine Liga-Karte mit seinem Foto. Nur falls du vergessen hast, wie er aussieht. Er ist der Hipster der Generations hier. Der Gen. Der Liga-Präsident mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Bitte gib dich daher unverzüglich im Restaurant. Okay, ja gut. Ich dachte, wir gehen nochmal jetzt in die Naturzone für den Rest des Partys, aber nein. Dann gehen wir nicht in die Naturzone. Dann gehen wir erstmal zu dem Präsidenten. Und dann gehen wir im nächsten Part in die Naturzone. Ja, Toxel, du hast dich eigentlich ganz gut geschlagen eigentlich, aber am Ende habe ich dich leider... Du hast keine gute Elektroattacke gelernt, das war deine Schuld. Ja, das war es eigentlich nur deine Schuld und keine andere. Gut, gehen wir zum Restaurant. Hallo. Willkommen im Restaurant Wellenflucht. Oder Flucht. Wie auch immer. Präsident Rose kommt ab und zu inkognito hierher, aber trotzdem wissen alle Bescheid. Ja, ach was. Ah, Miku, komm, lass uns deinen Sieg gebührend feiern. Ach was, dich hat er also eingeladen? Oh, ihr kennt euch? Na wunderbar, aber setzen wir uns doch erstmal. Kielten ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Daher lege ich euch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns. In diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Guckt doch mal, das ist Wingul draußen an! Wie geht's euch übrigens? Wie geht es übrigens Professor Magnolika? Ich hoffe doch bestens.
Ich habe Ihre Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolikas Forschung über die Wunschsterne wäre das nie möglich gewesen. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch Kopfzerbrechen bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Aber als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar einen Energiequellendetektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Ein Energiequellendetektor? Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen Worten, also Orte, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Gala-Partikeln Pokémon deiner maximiert werden können. Aber dass Professor Magnolika so frustriert ist, höre ich gar nicht gern. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen. Sanya, du solltest dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Claw City ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis des Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sanya Einlass gewährt. Und verzeihen Sie mein Drängen, Rose, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon? Ich hatte doch gar keine Chance, mit Miko XC zu sprechen. Nun gut, so bedauerlich es auch ist, es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mal ein Vergnügen. Ich weiß ja, dass er es gut mit mir meint, aber diese Schatzkammer klingt nach viel Arbeit. Naja, wenigstens soll ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserorden erkämpft hast. Glückwunsch. Cake zu besiegen ist kein Kinderspiel. Hier nimm als Belohnung diese TM. Heimzahlung, okay. Annimmt der Anwender einen Drache vor seinem besiegten Mitstreiter. Okay, interessant. Kate und ich sind gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bald ihr vorbeischauen. Bis die Tage, Arena Challenger. Ew, bis die Tage. Hopp, was willst du jetzt schon wieder? Du hast den Pflanzenorden und den Wasserorden, stimmt's? Als nächstes müssen wir Kabu besiegen. Den Arenaleiter von Engine City. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arenaleiter Kabu für dich. Er legt nämlich gerade in der Galamine 2 ein Sondertraining ein. Wenn Kabu nicht in sein Stadion ist, zieht es fürs Essen nicht nach Engine City. Warum schauen wir nicht mal in der Galamine 2 vorbei? Sondertraining ist genau mein Ding. Ja, aber Leute. Jetzt, bevor wir jetzt da in die Galamine gehen, würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part nochmal in die Naturzone und da mal gucken, was wir da jetzt noch so veranstalten können, Leute, ne? Dann bedanke ich mich euch fürs Zusehen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert schon fleißig und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss!